wie gerade angekündigt, hier seht ihr schon, es gibt eigene System-Amps. Und Hi. Du darfst es auch gerne selber nehmen. Ich nehme natürlich. Hallo zusammen. Ja, ganz kurz, Firma Seeburg hat demnächst neue eigene System-Amps. Sind alles Vierkanal-Endstufen. Jede Endstufe hat komplettes DSP-Processing für jeden einzelnen Lautsprecherausgang. Ist, so wie es bei uns vom Haus aus bekannt ist, mit dem HDLM8 über Loudspeaker basierend. Das heißt, nicht einzelne Filterdaten immer wieder setzen, sondern einfach einen fertigen Lautsprecher auswählen und den auf den jeweiligen Ausgang routen. Die Endstufen gibt es in vier verschiedenen Leistungsklassen. Einmal in 3, 5, 10 und 20 kW Leistung. Und alle sind eben auch über unsere Seeburg Software für die Endstufen direkt steuerbar, sind fähig Wake on LAN, 4 Analogeingänge, 2 ISEBU-Inputs für auch eben entsprechend 4 digitale Eingänge und bald kommt es dann auch, was wir schon promotet haben, AS67-Fähigkeit, das heißt auch Audio over Ethernet könnt ihr dann völlig frei routen auf die Endstufen. Und der Switch, der drin ist, gibt es dann die Möglichkeit, bis zu 4 Endstufen zu linken, womit ihr dann quasi 16 Streams auf bis zu 4 Endstufen eben über ein einziges Netzwerkkabel schicken könnt. Cool. Genau, und zur Software ganz kurz. Sobald die, hier seht ihr das kleine Interface von der Software. Sobald eine Endstufe im Netzwerk ist, taucht sie an der Seite aus. Die könnt ihr entsprechend gruppieren und dann natürlich auch entsprechend Gruppen-EQs und so weiter setzen. So sieht es die erste Oberfläche von einer Endstufe aus. Da seht ihr Input-Pegel, Output-Pegel und Gain-Reduction. Und dann könnt ihr als Zusatzfunktion die DSP-Seite aufrufen. Da gibt es dann die Möglichkeit, die Input-Kanäle zu routen. Ganz einfach über eine Art Matrix. Hier über das System wird der sogenannte Loudspeaker, in dem Fall für uns, die Systeme einfach geladen, wo die Preset-Daten hinterlegt sind. Dann gibt es einen Mode-EQ dazu, wo zum Beispiel Hochpass gesetzt wird, ein Soft-EQ mit drin ist. Und dann wird am Ende auch einfach noch angezeigt, was es für ein Weg ist, ob es ein Top-Teil ist, ein Monitor ist, ob es ein Subwoofer ist. Dazu kann jeder User noch Input-EQs setzen für jeden einzelnen Weg, völlig frei parametrisch, so wie man es eigentlich überall auch kennt. Zusätzlich cool. Haben die Endstufen noch die Fähigkeit, auch außerhalb von Seeburg-Systemen andere Systeme zu nutzen. Das heißt, ihr könnt quasi jeden beliebigen Lautsprecher nehmen, mit eurer Entzerrung die Filterdaten eingeben und über den Intermediate-Modus könnt ihr dann auf eine Riesenanzahl an Filter zurückgreifen, die dann den ganzen Lautsprecher entzerren, inklusive natürlich auch der Dynamik-Sektion, also RMS-Limiter, Peak-Limiter und so weiter, dass ihr für euch komplett völlig frei, flexibel unterwegs sein könnt. Sehr cool. Ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart. Wie sieht es aus? Fragen? Schon erhältlich oder gibt es ja, ich habe tatsächlich vorhin noch mal kurz Rücksprache gehalten. Also die Lieferbarkeit soll so aussehen, dass die im Moment produziert werden und wir hoffen, dass sie dann tatsächlich bis Oktober bei uns eintreffen. Und dann sind die ersten Endstufen, die S10, S5 und S10 erstmal lieferbar. Bei der S20, da müssen wir noch ein kleines bisschen dran arbeiten, aber die wird dann spätestens im Frühjahr nächstes Jahr kommen. Sehr cool. Genau.